Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv. Wir müssen, und das spreche ich glaube ich für alle bei Lufthansa, fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass das Flugzeug offensichtlich willentlich zum Absturz gebracht wurde, mutmaßlich durch den Co-Piloten des Fluges. Das muss doch auffallen, dass der Mann krank ist. Das kann doch nicht sein. Wir können psychisch und sollten psychisch kranke Piloten nicht im Cockpit erst neutralisieren, sondern wir sollten sie vorher, es müssen Mechanismen gefunden und verbessert werden, dass psychisch kranke Piloten erst gar nicht ins Cockpit gelangen können. Und die Lufthansa muss dafür sorgen, dass sowas nie mehr passiert.